Hey Simon, grüß dich, wie geht's dir? Oh, André, danke, mir geht's gut. Bei dir? Ja, danke, alles bestens. Herzlich willkommen zu unserem Video-Interview mit Simon Magnale. Und ich möchte Simon noch ganz herzlich zum Angebot bei Accenture gratulieren. Also sehr gut gemacht, Simon. Danke. Sehr cool. Simon, könntest du vielleicht mal kurz von dir selbst erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Genau, wie schon erwähnt hast, mein Name ist Simon Magnale. Ich habe einen Hintergrund in Bachelor Betriebsökonomie und habe auch immer in der IT gearbeitet, was mich dann zu meinem Master geführt hat, auch Richtung Wirtschaftsinformatik. Auch immer Teilzeit studiert und jetzt bin ich mit meinem Studium fertig. Also habe es gerade diesen Sommer jetzt den Master erfolgreich beenden können und habe nach einer neuen Herausforderung gesucht im Consulting. Und ja, bin ich ja zu dir gestoßen. Sehr cool. Was hat dich genau zu mir bzw. zu uns gebracht? Was waren deine Bedürfnisse? Genau, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Du hast ja damals noch meine Bachelor-Thesis betreut und seitdem sind wir auch über LinkedIn in Kontakt geblieben. Und ja, da habe ich auch gesehen, dass du dann auch Richtung Consulting Leute, Studenten unterstützt und ihnen dabei hilfst, eine Stelle zu bekommen. Also dann auch nicht nur bei irgendwelchen Consultings, sondern das sind die Top-Consultings, habe ich gesehen. Und ich habe dann auch gesehen auf der Webseite, das ist auch sehr erfolgreich, habe eine sehr hohe Erfolgsrate in dem Sinn. Und ja, dann habe ich mich ja wieder bei dir in Kontakt gesetzt und ausgetauscht und dann hast du mir ja mal dann geholfen. Genau. Und könntest du vielleicht den anderen auch erklären, was genau wir gemacht haben? Genau, also was wir ja grundsätzlich gemacht haben, ich habe ja bei dir mal so eine Stunde an Beratung gebucht. Und ja, es war eigentlich sehr interessant. Du hast mich da, vor allem mir ging es darum, dass ich ein bisschen Einblick ins Consulting bekomme, weil für mich war das Gebiet total neu. Und du hast mir sehr geholfen, einen groben Überblick zu bekommen, wie so solche Interviews ablaufen, was die Erwartungen sind von dem Interview, auf was ich mich achten soll, wie ich mich präsentieren soll. Aber vor allem, was mir geblieben ist, oder wo du mich am stärksten geholfen hast, ist die Struktur, wie man Case Studies löst. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Du hast mir auch eine sehr tolle Methode gezeigt, wie ich das Ganze beim Case Study strukturiert aufzeigen kann. Und du hast mich nicht nur aufgezeigt, wie man Case Studies vorgehen soll, sondern auch wirklich, was es drauf ankommt, auf was die Interviewer achten, was mich jetzt sehr, jetzt soll ich sagen, das hat mir sehr geholfen. Vor allem auch, was mir sehr geblieben ist, ist, dass du gesagt hast, bei denen ist es wichtig, wie deine Problem-Solving-Skills sind, wie du die Sachen runterbrechen kannst, analysieren kannst, damit du hochnehmen kannst. Das hat mir schon sehr geholfen, weil ich hatte noch nie so ein Consulting-Interview in dem Sinn. Und auch beim Interview selbst, das hat auch ungefähr gepasst, so wie du es gesagt hast, oder den großen Teil hat gepasst. Und das hat mir sehr geholfen. Und du hast mir nicht nur während dem Beratungsgespräch geholfen, sondern auch danach hast du mir ja noch sehr viele Informationen zugesendet von der Firma, bei der ich mich beworben habe. Das hat mir auch nochmals geholfen, neue Informationen zu gewinnen und auch Informationen zu bestätigen, die ich bereits gesucht habe. Das hat mir eigentlich sehr geholfen, eigentlich ein bisschen die Background-Informationen noch einmal anzuschauen. Ja, sehr cool. Das freut mich sehr zu hören. Und könntest du eigentlich auch vielleicht so beispielhaft sagen, wie diese Information hat dir dann in dem echten Interview geholfen? Also wie sind deine Gespräche gelaufen und was war dabei wirklich sehr nutzvoll an unserem Coaching? Also was mir jetzt sehr geholfen hat, ist zum Beispiel, wie du mir gesagt hast, was so wichtig ist bei einem Interview im Sinn von, beim ersten Interview geht es ein bisschen um deinen Fit. Und bei den Fit hast du mir auch erzählt, auf was ich mich achten muss, auf was ich genau schauen muss, was ich ungefähr oder was die eigentlich erwarten von mir im Sinne von, passe ich zum Unternehmen oder nicht im Bereich von Kultur, was nämlich sehr wichtig ist. Das hat mir sehr geholfen, weil da konnte ich auch wirklich noch für mich selber recherchieren, schauen, deren Kultur anschauen, schaue, wie ich mich da ein bisschen so sehe. Und genau das konnte ich dann auch im Interview sagen und das kam dann auch gut an. Ansonsten, was mir auch sehr geholfen hat, ist, wie erwähnt, diese strukturierte Vorgehensweise, wo du mir wirklich erzählt hast, dass ich mit einem Blatt Papier da in diesen vier Bereiche aufteilen soll, mit der Fragestellung, mit der Analyse, mit dem Vorgehen und der Empfehlung, diese vier Bereiche. Und das hat mir auch bei Interviews sehr geholfen, indem ich eigentlich auch, es waren jetzt nicht richtige Case Studies, was ich bekommen habe. Es waren ein bisschen eher Richtung Brain Teaser. Aber spätestens beim zweiten Interview konnte ich das ja wirklich nutzen.
weil ich hatte einen ähnlichen, ich sage nicht einen vollen Case Study bekommen, aber einen kleineren, bei dem ich auch Dinge berechnen musste. Und da konnte ich eigentlich genau nach dieser Methode vorgehen und Dinge runterbrechen bei der Fragestellung und auch die richtigen Fragen stellen, um auch zu verifizieren, eine Analyse machen, meine Berechnungen aufzeigen, mein Vorgehen vor allem aufzeigen, wie ich jetzt was mache und das eigentlich innerhalb auf einem A4-Blatt das Ganze machen, damit ich auch für mich selber eine sehr gute Übersicht und das hat mir auch sehr geholfen, schlussendlich das Ganze zu berechnen und meine Empfehlung, meine Antwort klar zu formulieren. Tipptopp, ja, das ist wirklich wunderbar. Und was war eigentlich das Ergebnis unserer Zusammenarbeit? Ja, also das Ergebnis ist ja klar, ich habe jetzt die Stelle bekommen. Es hat mich sehr geholfen, es hat mich vor allem sicher gemacht beim Interview, weil oder wenn ich in ein Interview gehe, weißt du nie, was auf dich zukommt, auf wie du dich vorbereiten sollst. Und das ist auch eine Stelle, die ich wirklich sehr gerne machen wollte, also die ich sehr gerne bekommen wollte. Und das hat mir ein bisschen so mehr Sicherheit gegeben in dem Interview. Ich wusste ungefähr schon dank deiner Hilfe, was auf mich zukommt, konnte mich dementsprechend auch vorbereiten. Und durch die Vorbereitung dann habe ich dann auch ein besseres Gefühl und konnte selbstsicherer auftreten bei dem Interview. Ich glaube, das ist, du sprichst von der Stelle von dem Consultant bei Accenture Strategy in Zürich, richtig? Wenn ich das. Genau, also ich bin jetzt da als Analyst eingestiegen und zwar bei Accenture im Bereich Strategy and Consulting. Genau, der Bereich ist Transformation. Genau. Wunderbar. Also genau das, wovon du geträumt hast. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Sibyl, was ich dich noch fragen möchte, ist, was würdest du unseren künftigen Kunden, insbesondere im Hinblick von der Selbstsicherheitsaspekte, wünschen bzw. mitgeben? Gibt es vielleicht irgendwas, was du bei uns gelernt hast, was du jetzt auch noch den anderen mitgeben möchtest? Ja, also was ich sehr empfehlen kann, ist, ich glaube, was ich schon direkt bei dem Interview gemerkt habe mit dir, du hast Erfahrung in diesem Bereich. Also es ist nicht nur, wie soll ich sagen, einen generellen Einblick, sondern du hast mir wirklich spezifische auf die Firma, die ich mich beworben habe, diese Information gegeben. Und man sieht auch bei dir die Erfolgsraten, die Website, die es funktioniert. Und habe ich auch, soll ich sagen, sicher gefühlt bei dir, deine Informationen waren eigentlich richtig. Ich nehme an, das ist auch anhand der Erfahrung, du hast ja auch selber im Consulting gearbeitet. Das bringt ja auch vieles mit. Du hast auch viele selber also Erfahrungen machen können. Und durch das finde ich, ja, also du weißt, von was du redest. Ich hatte ein gutes Gefühl, eine gute Sicherheit auch nach dem Gespräch und wusste eigentlich, ja, in dem Sinn, du weißt, von was du redest. Und ja, das hat mir im Endeffekt auch sehr geholfen. Und das würde ich den anderen auch sehr empfehlen, wenn sie wirklich eine Stelle in Consulting suchen, dass sie auch mal bei dir vorbeischauen. Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Also sehr gerne entgegengenommen. Ja, du bist eigentlich rund 593. Kunde, der jetzt auch die Stelle im Consulting bei einer der führenden Unternehmensberatungen bekommen hat und darüber freut mich sehr, weil wir kennen ja uns ja auch noch von der Zusammenarbeit und der Betreuung von deiner Masterarbeit. Umso mehr freue ich mich hier, oder Bachelorarbeit war das damals, umso mehr freue ich mich jetzt darauf, dass du jetzt eine gute Firma in eine sehr gute Position einsteigst und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und ich hoffe, dass wir dich da weiterhin noch in deiner Karriereentwicklung weiterhin unterstützen können. Also vielen lieben Dank. Ja, danke, André, auch für das Interview, auch deine Unterstützung. Und klar, wir bleiben sicher noch in Kontakt. Perfekt. Also bleibt einfach mal dran und hört einfach noch die Stories. Ciao. Danke, ciao.